Hallo, Sunny hier von der Android Device und herzlich willkommen zu einer neuen ROM-Vorstellung für das HTC Desire HD und auch weitere Geräte werden hier gleich eingeblendet, dürfte ungefähr hier so passieren. Dieser ROM ist natürlich auch für weitere Geräte verfügbar und die Features sollten an sich dieselben sein. Das heißt, dass wir halt die ROM auf mehreren Geräten finden können und dass das Ganze halt nicht nur für das Desire HD interessant ist. Ich habe hier die Paranoid Android ROM in der Version 3.6 mit Android 4.2.2 drauf, das heißt das Neueste vom Neuesten ist drauf. Ja, das Gerät möchte uns das Leben, oder die ROM wohl eher, ein bisschen einfacher machen. Ich zeige euch erstmal ein paar Sachen, die man hier so machen kann. Und zwar haben wir hier ganz normal unsere Taskleiste, nenne ich es mal einfach. Unsere Bar können wir runterziehen. Was wir auch dazu aktivieren können, ist, wenn wir auf der rechten Seite das tun, kommen wir direkt in unsere Einstellungen rein. Hier haben wir auch, was wir schon direkt sehen, den Pi-Modus, wie wir hier sehen. Das passiert dann hier. Und zwar können wir hier quasi Kurzeinstellungen wählen. Können auch ein bisschen noch weiter nach außen gehen. Und dann sollte sich eigentlich was öffnen. Aber es kann sein, dass er jetzt aus ist. So. Das ist jetzt der sogenannte Expand-Modus, Expand Desktop, das heißt oben ist die Bar nicht mehr verfügbar. Wer einfach ein bisschen mehr Platz haben möchte, ein bisschen mehr des Bildschirms nutzen möchte, der kann sich dann hier ein bisschen bedienen dran. Und wie wir jetzt hier sehen, kriegen wir hier noch ein paar Kurzeinstellungen mit dazu und können uns dann hier oben noch im Plus verschiedene Sachen auch anwählen. Dann kommt zum Beispiel jetzt ganz normal unsere Taskleiste hier wieder. Und das ist der Pi-Modus, der quasi uns einfach ein bisschen Kurzeinstellungen gibt und einfach ein bisschen mehr Platz hier für uns haben, damit wir den Screen nicht voll haben mit beispielsweise oben, wie gesagt, der Taskleiste. Und sehr interessant auch, was momentan nur in Customers verfügbar ist. Viele kennen das ja, diese kleinen Bläschen, die sich mittlerweile bei Facebook Messenger öffnen, wenn wir Nachricht kriegen. Und da öffnen sich Einstellungen. Das Ganze nennt sich in der Customer Halo. Und wenn wir das einmal öffnen, haben wir hier links auch so ein kleines Bläschen, wie wir sehen. Dort können wir dann auch Kurzeinstellungen und Nachrichten und alles so weiter, das können wir dann halt aktivieren und können uns da halt unsere Programme und Apps anwählen und haben dann halt quasi immer so einen Schnellzugriff drauf. Können ganz normal unsere Arbeit hier weitermachen, was mich gerade interessiert, ob ich gerade im Internet am Surfen bin. Und dann sehe ich, aha, ich habe da zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Google Hangout eine Nachricht gekriegt oder irgendwie sowas. Und ja. Dafür ist halt so das sogenannte Halo gedacht. Finde ich ganz cool auf jeden Fall. Also ich denke mal, dass in Zukunft auch andere Hersteller darauf zurückgreifen werden, beziehungsweise es einfach anders nennen werden. Das ist der sogenannte Halo-Mod. Und ich habe vorhin schon zweimal, glaube ich, gesagt, ich wollte doch eigentlich euch hier die verschiedenen Modis vorstellen. So, und zwar haben wir hier einmal PA Color Stock UI Tablet, Tablet UI. Ich bin gerade im PA-Modus drinne. Und das Ganze, was das einfach macht, ist, wir kriegen es optisch ein bisschen anders hin. Und zwar passiert es dann, dass wir zum Beispiel jetzt in die Kontakte reingehen. Und dann oben wird es jetzt halt blau, unser WLAN und Batteriesymbol. Wie wir es halt kennen. Gehe ich jetzt in die SMS rein, sehen wir hier oben schon Änderungen, das Ganze wird grün. Das heißt, je nach App, die wir gerade starten, passt sich unser Handy quasi so ein bisschen mit an. Könnte so ein bisschen was von Windows Phone haben, aber auch nur ein bisschen. Ich will da jetzt nichts, ich habe mir das Ganze auch noch nicht von Windows so wirklich angesehen. Ich will jetzt auch nichts zu erzählen oder was, aber wie gesagt, es erinnert ein bisschen dran. Aber ich finde es ein cooles Feature auf jeden Fall. Wir können da auch, hier unten sehen wir auch unsere Übersicht und das können wir auch selber anpassen, welche App dann welche Einstellungen hervorruft, wie das Ganze aussehen soll. Das haben wir auch hier drin, die Einstellungen. Und da können wir zum Beispiel sagen, wenn ich die SMS starte, soll alles rot werden oder grün oder wie wir halt gerade lustig sind. Stock UI ist halt das ganz normale Android, wie wir es halt kennen. Da ist nichts Neues dabei. Ich werde jetzt einmal die Tablet UI anpassen, starten. Hier sehen wir auch kleine Details, DPI, dann kriegen wir 600 Pixel insgesamt. An Anpassungen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Handy einmal neu starten muss. Das werden wir gleich sehen. Okay. Wir sehen auf jeden Fall oben schon alles ein bisschen kleiner geworden. Die einen mögen es, die anderen nicht. Das ist immer so eine Geschmackssache. Ausprobieren kann man es ja mal definitiv. Und wenn wir auch hier runterziehen, dann sehen wir schon halt von den Tablets, wie wir es gewohnt sind. Also wer nicht weiß, was ein Tablet ist, das ist ein Phone und ein Tablet. Das sind zum Beispiel das Galaxy Note 2, was ja mit
ich weiß gar nicht, wie viel Zoll, 5,3 Zoll oder was haben die da gerade. Also quasi so halt diese riesen Smartphones, die so ein bisschen Tablet und ein bisschen Smartphone halt sind. Das ist ein Phablet. Wir sehen jedenfalls, das hat sich natürlich ein bisschen was verändert, sieht also ein bisschen anders aus. Ich werde jetzt noch einmal das Tablet UI ausprobieren, und zwar haben wir hier 128 dpi, 160 und 182. Ich nehme jetzt einfach mal die goldene Mitte und aktiviere das Ganze. Wer ein Tablet zu Hause hat oder vielleicht schon mal eins in der Hand hatte, der sieht schon direkt unten, was hier passiert. Das Ganze ist jetzt an das Nexus 10 gelehnt. Phablet ist an Nexus 7 gelehnt und das ist das Nexus 10. Das heißt, wir kriegen hier unten unsere Taskleiste und unsere Software-Keys. Aber diese hier unten sind natürlich dadurch nicht aktiviert. Deaktiviert, entschuldigt. Wir können jetzt hier zurückgehen. Hier ist der Homescreen, hier haben wir den Task-Manager. Wenn wir halt irgendwas hier haben. Und das ist jetzt der sogenannte Tablet-Modus, der sich nicht dreht. Okay, na gut, dann halt nicht. Das ist ja, vielleicht muss man es auch erst aktivieren. Und ja, hier unten kennen wir das Ganze auch schon, vielleicht der ein oder andere. Das heißt, es geht nur ein kleines Fenster auf und zeigt die aktuellen Benachrichtigungen an, was gerade passiert. Also, kurz und knapp gesagt, die ROM läuft an sich ganz flüssig bisher. Wir können ja mal gerade gucken, wo sind wir denn hier auf Google? The Android. Bin ich schon, wie weiß, bin ich schon auf Google vertreten? Nicht wirklich. Okay, Kanal von mir. So, wollen wir nochmal drauf gehen. Und wie wir sehen, das startet eigentlich auch ganz schnell. Und lädt auch ganz schnell. Und ja, also kann man sich so nicht beschweren. Natürlich nutzt der eine vielleicht noch den Chrome Browser oder Firefox oder was ihr da auch nutzen magt. Das ist dann eure Sache. Ich finde das auf jeden Fall ganz interessant. Wer auch das neueste Android haben will, der kriegt damit auch alle Features mit hier eingebaut. Wie gesagt, mit diesem Pi und mit diesen Lockscreen-Einstellungen, die wir jetzt hier einfach haben. Hier kann man zum Beispiel direkt die Kamera starten. Wo wir schon mal dabei sind, können wir die ja mal gerade mal testen. Die Galerie wurde beendet. Machen wir das doch nochmal. Okay, das heißt, wir haben hier anscheinend ein kleines Kameraproblem. Könnte mit einer zusätzlichen App gelöst werden, indem wir uns auf eine andere Kamera-App runterladen. Das weiß ich jetzt nicht. So. Einmal entsperren. Also wir sehen, nach dem Neustart kriegen wir es auch direkt. Nee. Also anscheinend tut es die Kamera momentan nicht. Könnte ein Bug sein. Könnte man einfach nur ein Update sich vielleicht runterladen müssen. Ich weiß es nicht. Ist wohl alles ein bisschen komisch. Naja, passiert halt. Also wie gesagt, alternative App probieren. Ansonsten auf ein Update warten, hoffen. Und außerdem ist es ja noch für andere Geräte verfügbar und das heißt, sollte eigentlich funktionieren. Ja, okay, das war es erstmal zur Paranoid Android ROM von meiner Seite aus gesehen. Und weiter abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.